Heute übernehme ich für 24 Stunden den FIFA-Account eines 13-jährigen Abonnenten von mir. Der Mann ist langer Insta-Follower, kommentiert immer meine Bilder, ist immer am Start und hat mich angeschrieben und mich drum gebeten, bitte Wakes, verbessere mein FIFA 23-Team. Und da dachte ich mir, mache ich einen Zuschauer von mir einfach mal glücklich. Das im Hintergrund ist schon sein Account, TSV Marlon heißt er. Er hat 7443 FIFA-Coins und 50 FIFA-Points. Das sieht schon mal schwach aus. Wie sieht sein Team aus? Wir gehen in sein Team rein und wir sehen, er hat nicht mal ein richtiges Team. Das soll's sein? Oh mein Gott, aber Ronaldinho. Ah, Leihspieler. Ich wollte gerade sagen, Ronaldinho auf der Bank wäre doch krank gewesen. War klar, dass das nur Leihspieler sind. Ich werde mir den Account gleich genau unter die Lupe nehmen und wir werden schauen, was wir in 24 Stunden auf dem Account von Marlon erreichen können. Freunde, heute ist Mittwoch, das heißt, es gibt noch keine Weekend League. Wenn ich das ganze Format übers Wochenende auf einem Zuschauer-Account machen soll, dann lasst ein Like da. Dann kann ich beispielsweise sogar die Weekend League zocken. Ich würde sagen, wenn dieses Video die 10.000 Likes erreicht, dann suche ich mir den nächsten Zuschauer aus auf dem Account, wo ich dann spielen werde. Und für was ist Wakes Flakes bekannt? Richtig, FIFA Points. Wir werden sogar FIFA Points auf den Accounts von euch aufladen. Und wir fangen heute bei Marlon an, FIFA Points aufzuladen. Denn es gibt ein 500k-Pack. Es gibt ein 400k-Pack. Wir müssen irgendwie an Spieler oder Coins kommen, um diese 90+ Brasilien, Frankreich, Holland Icon Upgrade zu machen. Denn davon gibt es zwei. Aber Wakeflakes hat dafür schon einen guten Plan. Freunde, dieses Video wird verrückt. Bleibt von Anfang bis Ende dran. Ich bin gespannt, wie der Account nach 24 Stunden aussieht. Und ich glaube, wir machen als erstes das, was wir sehr gut können. Und zwar Points aufladen. Gut. Und damit holen wir uns auch die ersten 12.000 FIFA-Points. Und was bedeutet das? Wir können natürlich mit dem ersten Pack anfangen. Und wir fangen mit dem 400k-Pack an. Enthält 90 seltene Goldspieler. 3 mit 87+. Einer garantiert mit 88+. Alle Items sind untauschbar. Wir gehen rein. 2.000 FIFA-Points auf dem Account von Marlon. Wir wollen Shapeshifter sehen. Das bedeutet noch nichts, Freunde. Die Shapeshifter können immer hinter den Spielern sein, die Gold sind. Wir haben Harry Kane gezogen, der hat ein 89er Rating. Das ist nicht schlecht für die Icon-SBC, die wir im Laufe des Videos auf jeden Fall zweimal machen wollen. Und dahinter müssen noch andere geile Spieler sein. Was ist das für eine Frisur, Bruder? Junge, Ruben Dias ist noch am Start. Navas, Loris, Fabinho, Alexander, Alex, Rotri, Champions League Winner, Nations Cup Winner. Der Typ ist ja zu wild unterwegs. Aber was ist dahinter? Ist da ein Shapeshifter dahinter? Und wir haben kein Shapeshifter dahinter. Keine Shapeshifter Icon dahinter. Ist das ein Bruch? Nein. Aber wir speichern erstmal alle Spieler im Team. Verschieben Partey und Diego Carlos nach oben. Okay, er hat sogar Spieler im Verein. Lass mal gucken, was er für Spieler im Verein hat. Marlon, Marlon, Marlon. Was für Spieler hast du im Verein? Er hat mir auch erlaubt, alles auf seinen Account zu machen, was ich will. Und ihr wisst, was ich will. Wir wollen keine Leihkarten haben. Denn alles, was ich hasse, sind Leihkarten. Ich bin sehr gespannt, was der Mann im Verein hat. Weil wir haben gesehen, 84 und 83 waren Duplikate. Noch mehr Leihkarten. Und noch mehr Leihkarten. Und ich muss alle Leihkarten erstmal diskarten. Das geht so nicht. Marlon, du kannst... Nein, das funktioniert nicht, Marlon. Ich weiß, du bist 13 Jahre alt. Du verstehst das noch nicht so, wie ich das verstehe. Aber du wirst das noch lernen. Nach dem Video wird dein Account so aussehen, dass du keine Leihkarten mehr benötigst, mein Brudi. Okay, ich habe jetzt fast alle Leihkarten diskartet. Das Krasse war ja an der ganzen Sache, dass er die wirklich alle auf 0 Spiele gespielt hat. Da kommen immer mehr. Egal, die 86er, die werden wir sowieso nicht mehr sehen, weil es werden alle Spieler am Ende ein 90+ Rating hier haben. Hoffentlich. Aber das Team sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, ja, Cordoba ist gut. De Bruyne ist gut. Er meint zu mir, ey, Wakes, bei De Bruyne hatte ich richtig Packluck. Den habe ich aus dem garantierten Tots-Pack gezogen. Zu heftig. Und sonst müssen wir auf jeden Fall alles hier verändern. Alisson, Cordoba, De Bruyne und ja, der Rest muss raus, bin ich ehrlich. Das Geile ist, es gibt so SBC-Karten wie Upamecano, wie Vitinha oder auch Busquets und Jordi Alba, die wir alle machen könnten, um das Team zu verbessern. Aber am wichtigsten ist dieses Pack hier, weil da habe ich Johan Cruyff rausgezogen, mein Kollege Pelé rausgezogen, ein anderer Trullet Prime rausgezogen. Und deswegen machen wir dieses Pack schon mal als Favorit. Jetzt ist es aber erstmal Zeit für das 500k-Pack, weil danach können wir arbeiten. Aus dem 500k-Pack kommt garantiert eine Icon oder ein Shapeshifter raus, sag ich. 3000 FIFA-Points werden hier ausgegeben und hier kommt ein Wakes Nose-Pack. Lehnt euch zurück und gönnt euch Hero Argentinien
La Liga Santander, Mascherano. Auch wenn diese Hero Card mittlerweile Müll sind, ist das nicht schlecht für den Vibe. Einfach ein Hero gezogen. Und dahinter, und dahinter, und dahinter haben wir Mohamed Salah, Alisson, Kroos, Donnarumma, Müller, De Gea. Vom Rating her schon mal top. Viele 88-Plus-Spieler, viele 87er-Spieler. Und jetzt aber noch ein Shapeshifter. Bitte, bitte! Hohoho! 3 in 1 Pack. Und da bin ich doch. Da bin ich doch, Freunde. Und damit kann man das Team schon mal einigermaßen verbessern. Bailly ist wert 60k, Becker ist wert 100k und der ist wert 200k. Wir können damit arbeiten. Frankreich, Frankreich, Bundesliga. Schmeckt. Das waren nur die ersten 3 Shapeshifter aus diesem Video hier. Und die Jungs hier auf der Bank kommen gleich schon ins Icon-Pack rein. Wichtig und richtig. Aber wir gucken uns als erstes an, wie wir das Team verbessern können. Wenn wir hier in den Verein gehen, sehen wir schon mal die 3 Jungs, die wir auch direkt reinstellen. Von Alisson hat er eh eine bessere Karte. Das heißt, Alisson kann ich gleich in der SBC abgeben. Und wir gehen als erstes mal in die 4-4-2-Formation. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen besser das Team im Blick. So. So. Und Becker lassen wir erstmal auf der Bank. Sieht doch schon nicht schlecht aus, Freunde. Wir fangen an mit dem ersten Icon-Pack. Und wir gehen rein ins 88er-Team. Kriegen wir das schon hin? Wir brauchen ein Team of the Season oder Team of the Season-Momente-Spieler und ein 88er-Team. Hat der Mann überhaupt ein Team of the Season-Spieler im Team, den man abgeben könnte? Wie gesagt, ich habe Erlaubnis, alles zu machen. Alisson, De Bruyne brauchen wir. Hat er ein Team of the Season-Momente-Spieler, den wir abgeben könnten? Nee, der ist auch zu gut. Okay. Wir müssen irgendwie dribbeln. Nkunku ist tradable, den könnte man verkaufen. Kriegen wir noch 20k für den? 24k sogar. Der Trading Boss Bro, der hat full getradet. Hier, 23k nehme ich mit. Dann können wir uns ein Team of the Season kaufen, dann ist die SBC erledigt. Und da ist er auch schon weg. Wir gehen auf den Transfermarkt. So einen günstigen Team of the Season, am besten so für 20k oder so. Gibt es kein 22k, gibt es kein 25k, gibt es kein. Dann hoffentlich Team of the Season Momente für den Preis. Gibt es da ein? Nein, da müssen wir snipen oder so, ne? Scheiße. Okay, wir müssen erstmal noch ein paar Coins machen, bevor wir dieses Icon-Pack öffnen können. Ich habe die erste SBC aber schon abgeschlossen. Hier vielleicht was Gutes ziehen? Nein, leider gar nichts. Wie macht man am schnellsten Coins, Freunde? Richtig, Tradable Packs öffnen. Und ich glaube, dieses 170k-Pack mit 42 seltenen Spielern ist tradable. Und da kriegt man garantiert mindestens 20.000 Coins. Wenn nicht sogar mehr. Wir haben einen Walkout drin, wir haben ein ZOM drin und das ist... Das ist kein Walkout? Nein! Bro, was ist das für ein Bruch-Account? Kein Wunder, dass er nur so Müllspieler hatte, wenn er so wenig Pack-Luck hat. Nein, 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 nein. Wir müssen das Wakes-Luck irgendwie herbeirufen. Irgendwie herbeirufen. Ich verkaufe hier kurz die Spieler, damit wir die Coins zusammenkommen. Freunde, wir haben die Coins fürs erste Icon-Pack zusammen. Oh, 45k Schnapper. Nein, den hätte ich bekommen müssen. Warte, ich snipe mal ein bisschen. Hier ist jeder Coins nämlich wichtig. Und wir haben einen 91er Gertruida bekommen. Den kann man auf jeden Fall in der Icon-SBC abgeben. Und jetzt brauchen wir Pack-Luck. So sieht das nämlich super aus. So, Freunde, das erste Icon-Pack ist fertig. Bitte, bitte, bitte kein Bruch jetzt. Das wäre so wichtig und richtig, jetzt irgendwie so ein Pelé, Hullet oder sonstiges zu ziehen. Hier können 90 plus Brasilianer, Franzosen, Holländer drin sein und davon nur die besten Versionen. Totti-Icon, Food-Birthday-Icon, Trophy-Titan-Icon und mehr nicht. Wir machen das Pack auf, Freunde. Bitte eine geile Flagge. Das wird auf jeden Fall eine geile Flagge. Nur eine Prime-Icon. Brasilien. Nein. Nein. Und er macht den Wurm. Und er macht den Wurm. Und er macht den Wurm im HSV-Trikot. Marlon hat sogar das HSV-Trikot an. Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Ey. Nee, oder? Wie viel ist der wert? Ist der 630k wert? Okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, der ist so 200k wert oder so. 630k ist mächtig. Dann ist das gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Dann haben wir das Team schon mal etwas verbessert. Wobei Frimpong eigentlich auch nicht schlecht wäre, ne? Naja, Cafu ist auf jeden Fall besser als Frimpong. Und denkt dran, Freunde, wir haben noch ein zweites von diesen Icon Packs und das zweite kann auch nochmal richtig reinscheppern. So sieht das Team jetzt aus. Was machen wir als nächstes? Es ist noch nicht 19 Uhr, das heißt, es gibt noch kein Content, werden wir aber heute auch noch erleben. Ich hoffe, um 19 Uhr kommen neue 500 und 400k Packs. Jetzt aber erstmal so ein 100k Pack. Ich habe gehört, die sollen richtig krass sein. Die sollen überheftig sein, weil da sind 3 Stürmer, 3 Mittelfeldspieler und 4 Verteidiger drin und alle haben 83 plus.
Da kann man schon mal gut und gerne was Gutes ziehen. Vielleicht jetzt auch was Gutes in den Packs. Brasil ZDM SPC Futter. Das ist schon mal nicht schlecht. Was dahinter? Nein, nichts Krasses dahinter. Aber die Spieler kann man auch alle verwenden. Rating ist auf jeden Fall da gewesen im Pack. Ich habe eine kleine Vision im Kopf, Freunde. Was kostet Jordi Alba und was kostet Busquets? Sergio Busquets geht noch 4 Tage und man muss nur ein 86er und 88er Team abgeben. Okay, Favorit. Jordi Alba geht noch 9 Tage und was muss man abgeben? Ein 85er und 87er Team. Geht auch klar und das sind 2 brutale, brutale Spieler. Wir fangen mit Jordi Alba End of an Era an. Das 87er Team machen wir doch locker fertig. Kriegen wir wirklich locker hin. Das ist schon die erste SBC von Leroy. Ich wollte ihn gerade Leroy Alba nennen. Digga, Leroy Alba, was los? Bei Level 10 im Season Pass bekommt man auch einen Thiago Silva Shapeshifter mit 4 Sterne Skills und 5 Sterne schwacher Fuß. Der sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Wir warten jetzt erstmal auf 19 Uhr Content und in der Zwischenzeit gucke ich mal, ob ich bis zu Thiago Silva komme. So, Freunde, wir haben jetzt nochmal 19 Uhr Content abgewartet. Es sind leider keine 400 und 500 K-Packs mehr gekommen, aber diese 250 K-Packs und zusätzlich kam jetzt noch dieses Player-Pick hier. 92 plus Tots oder Shapeshifter Spieler. Zu fresh. Komm, wir gönnen Marlon nochmal ein 200er PSN. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich euren Account übernehme, Instagram-Follower sein, schreiben, supporten. Vielleicht seid ihr dann die Nächsten. So, komm schon, wir ziehen alle 250k-Packs weg. Da muss was Dickes rauskommen. Und mit den Spielern, die wir ziehen, müssen wir dann noch die beiden Packs abschließen. Lewandowski wäre super. Fürs Rating, Freunde. Fürs Rating kommt der super. 91er Lewandowski. Wieso kommt hier Ton aus meinem Controller raus? Wie nur ein Walkout. Wie nur ein Walkout. Wie nur ein Walkout. Okay, das ist frech. Das ist zu frech sogar. Aber wir bleiben drin. Aber wir bleiben drin. Shapeshifter. Das ist sogar ein tradable Shapeshifter. Das heißt, wir machen dicke Batzen Coins. Toku Ekambi, wir machen doch nicht so dicke Batzen Coins. 97 Tempo, 92 Dribbling, 93 Physis. Wie viel bist du wert, Toku Ekambi? Zeig's mir. Zeig's mir. Kimmich ist auch noch da drin. Und Toku Ekambi. Nur 60k. Nur 60k, Freunde. Und Bonucci und ein paar 84er, die wir alle noch verkaufen müssen. 6 Packs haben wir davon noch. Und ein Shapeshifter haben wir schon gezogen. Direkt der nächste Walkout. Leider nicht Back-to-Back Shapeshifter. Alexander Alex, Freunde. Bitte paar mehr Walkouts, paar mehr High-Rated-Spieler. Ja, so, genau so, Junge. 87, 86, 86, 85, 85, 85, 84, 84. Super. Außerdem sammeln wir oben auch schon ein paar Coins an. Mit den Coins kann man sich dann ja auch noch Spieler kaufen. Walkouts sind hier immer drin. Leider Shapeshifter sehr, sehr selten. Screen ja wieder 86. Bro, wir brauchen größere Fische. Dickere Fische, bessere Fische. Das war's auch schon wieder mit den Points. Wir laden auf. So, und weiter geht's. Wir bleiben natürlich drin, weil wir die Hoffnung nicht aufgeben. Von rechts? Nein. Nein. 85er Kostic. Das ist ja ein komplettes Bruchpack. Nicht mal ein Walkout drin. Oh mein Gott. Egal, wenn wir die ganzen Spiele auf der Transferliste verkaufen, machen wir auch nochmal so dicke Batzen, ne? 3 Packs noch. 9000 FIFA-Points noch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wieder kein Walkout. Ey, Bro, mach diese Packs bitte niemals auf, okay? Bitte niemals aufmachen. Also die 400 und 500k Packs verstehe ich ja noch, ne? Da sind ja meistens krasse Spieler drin. Aber die Packs sind auch krass. Italien, Rechtsverteidiger. Wieso nimm mal die Verteidiger? Orsolini. Ey, der ist doch auch locker nur so 60, 70k wert, oder nicht? Der nächste Shapeshifter. Junge, jetzt kommen die Shapeshifter aber langsam vorbei. Langsam geht's los mit dem Wake Slug. Junge, ich habe keine Ahnung, was der kostet. Wie gesagt, wir gucken nach und der Mann ist auch nur 50k oder so wert. Junge. Na gut, den verkaufen wir gleich auch noch. Noch irgendwas dahinter? Ja. Joshua Kimmich, Thiago Silva, Vlahovic. Okay, okay, okay. Wenn ich die ganzen Spieler gleich verkaufe, bin ich gespannt, bei wie viel Coins wir landen. Wir haben 173.000 Coins. 250k Pack bleibt noch übrig. Nochmal zum Abschluss ein Shapeshifter-Icon! Shapeshifter-Icon! Spanien! Linksverteidiger! Ah, oh, der kostet auch nur 60k. Da zieht man schon das Shapeshifter-Icon. Bruder, ich freue mich mehr als auf meinen eigenen Account, ich bin ehrlich.
Bro, Hilfe! Wie doll freue ich mich auf den Account von einem Zuschauer? Das ist ja geisteskrank. Das ist ganz anderes Feeling, als wenn ich auf meinen Account ziehe, wo ich alles schon habe. Weil hier wollen wir den Account von Marlon ja verbessern. Wir wollen ja, dass er am Ende auf den Account geht und sich komplett freut. Und wir wollen ja auch das bestmögliche Team erreichen. Ich bin krass gespannt. Ich verkaufe jetzt die Spieler und in der Zwischenzeit, wo die Spieler verkauft werden, werden wir uns um die nächsten SBCs kümmern. Geil. Was muss man denn abgeben für dieses Pack? Ein 85er Team und ein 87er Team mit einem Team of the Season. Das kriegen wir hin. Wir versuchen uns wieder ein Team of the Season zu ersnipen, denn wir müssen den günstigsten auf dem Markt bekommen, damit die SBC sich lohnt. Da ist einer. Ah, da ist einer für 31. Oh mein Gott, wäre das ein Schnapper gewesen, diesen 50 wert. So, den Donovan brauchen wir nicht mehr. Den geben wir ab hier für die SBC. Und dann haben wir die erste schon mal fertig. Und jetzt müssen wir nur noch die 85er SBC machen. Vielleicht ein bisschen Packluck aus diesem Pack. Oh, Workout. SBC-Pack Workout nimmt man wieder mit. Wieder ein bisschen SBC-Futter. 86er Parejo schmeckt doch sehr gut. Okay, Freunde, wir haben das Pack, beziehungsweise Pick. Hä? Nein. 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 Ihr habt es genau in dem Moment gelöscht. Ihr habt das Pack genau in dem Moment gelöscht. Sie haben es genau in dem Moment gelöscht. Das Pack ist nicht mehr verfügbar und ich habe schon ein Team abgegeben. Ey, ich will mein Geld zurück, EA. Da war wieder irgendein Fehler. Mega Fail, Freunde. In diesem Video hier, Hilfe. Das Pack ist einfach weg und wir haben die SBC gerade fertig gehabt. Ihr habt selbst gesehen. Okay. Hä? Wieso habe ich jetzt auf einmal dieses Icon-Pack umsonst bekommen? Bruder, da ist alles verpackt. Auf einmal ist das Pick doch da. Guck mal hier, ich habe nichts gedrückt. Auf einmal kam Icon-Pack. Auf einmal kommt doch Pick. Ich mache das schnell auf, bevor das wieder weg ist. 1 von 4, 92 plus, Tots oder Shapeshifter. Let's go! Und oh mein Gott! Casemiro, Nuno Mendes, Chesney und Kolo Muani. Nein, aber ich glaube, er bekommt das Pack wieder. Da sind bestimmt gerade noch keine Shapeshifter drin oder so. Das heißt, das Pack bekommt man wieder und hat man zweimal das Pack. Ich glaube, Nuno Mendes ist gar nicht so schlecht. Der kostet, glaube ich, 200k oder so. Aber dafür hätten wir eigentlich Jordi Alba geplant. Über 200k sogar. Okay, da müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Weil ich habe schon eine SBC von Jordi Alba abgeschlossen gehabt. So, wir bringen jetzt erstmal Cafu auf die richtige Position. Dann bringen wir den Bruder noch auf die richtige Position. Hierro verkaufen wir kurz. Einfach den Linksverteidiger Hierro gezogen. Kostet aber nur 40k. Egal, die Coins nimmt man mit. Tokelkambi ist, glaube ich, auch tradable. Können wir auch verkaufen. Und dann tun wir hier erstmal Nuno Mendes rein. Tun den erstmal auf Linksverteidiger stellen. Wie viel Chemie hat der? Der hätte sogar 2 Chemiepunkte. Jordi Alba kann man aber auch noch machen, ne? Wir machen erstmal das nächste Icon-Pack und dann schauen wir, ob wir Jordi Alba oder Busquets machen. Haben sich die Spieler auf der Transferliste schon verkauft? Ja, wir haben 400.000 Mücken. Das ist sehr gut. Komm, rein da. 90 plus Icon-Pack. Okay, Freunde. Wir haben das nächste Icon-Pack fertig. Im ersten war Cafu drin. In diesem wollen wir nochmal ein bisschen mehr Packluck haben. Mal schauen. Boah, ich glaube, Marlon wird hier auf seinen Account kommen und sich denken, was ist hier passiert? Was habe ich auf einmal für ein Team? In dem Pack ist scheinbar nichts mehr drin. Nee. Aber in dem Pack ist auf jeden Fall was drin. Welche Nation sehen wir diesmal? Totti-Icon, Ronaldinho, Frankreich. Oh mein Gott. Bruder, wir werden gebrochen. Ich sehe so viele Leute, die hier Pelé R9 und so ziehen. Sogar ich habe auf meinen Main-Account Cruyff Prime gezogen. Und wir ziehen Cafu und Pires. Ernsthaft jetzt? Müll. Boah, Junge, 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 Junge. Was soll ich euch erzählen? Ich meine, der hat nicht so schlechte Stats. 5 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß und so, ne? Aber man wünscht sich da was viel Geileres draus, ne? For real. Uns fehlt noch ein Spieler, dann hat er wenigstens ein vollständiges Team. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, den Jordi Alba schließen wir trotzdem einfach mal aus Prinzip kurz ab. Denn da brauche ich nur noch ein 85er Team. So, Jordi Alba ist abgeschlossen. Aber ich frage mich gerade, welchen Stürmer wir holen sollen. Ich habe ja noch ein paar Coins. Wisst ihr, wen wir uns eigentlich holen müssen? Der Stürmer, der jeden in der Weekend League rasiert. Harry Kane. Der ist so krass für so einen Preis, ne? Ich kann das immer noch nicht glauben. Der schießt so viele Tore gegen mich. Ich verstehe das nicht. So viele haben Harry Kane und der rasiert immer. Und das Ding ist, der kostet, glaube ich, nur 140k. Nicht mal. Guck mal hier. 138. Na, okay, 140. Oh, jetzt habe ich den sogar auf der falschen Position geholt. Egal, ich habe ja Positionsmodifikatoren abgeschlossen. Wenn wir den dahinstellen, hat De Bruyne, glaube ich, sogar schon einen Link mehr. Ja. Und Alisson ist auf 2 Chemie. Wir hätten 26 Chemiepunkte so. Das ist schon mal ein sehr gutes Team, mit dem man dann arbeiten kann, ne? Okay, den Busquets kann man noch easy abschließen. Halt, falls man Bock hat, Jordi Alba statt Nuno Mendes zu zocken, ist nämlich auch eine sehr geile Karte. Oder als Super Sub kann man den auch reinbringen.
Und der Mann hat jetzt noch ganz viele tradable Spieler im Verein, die er verkaufen kann und damit vielleicht noch was anstellen kann, worauf er Bock hat. Ich weiß ja nicht genau, was sein Geschmack ist, was für Spieler er liebt. So, Freunde, wir sind zurück. 19 Uhr Content war Müll, aber es sind diese 250k Packs gekommen. Wir testen jetzt eins davon aus. Wenn das Pack gut sein sollte, laden wir nochmal auf dem Account von Marlon auf. Und dann ziehen wir diese 250k Packs weg. Wir haben einen Walkout drin. Wir brauchen aber viel mehr gute Walkouts. Und wir bekommen nur Trapp. Und das ist nicht gut für 3000 FIFA Points. Die Baller ist da noch drin. Sonst nichts Krasses, oder? Nee. Aber ich glaube, das kann zum ersten Part gewesen sein. Wir haben Icons gezogen, wir haben Shapeshifter gezogen, wir haben 300 Euro aufgeladen, wir haben ein Team zusammengebaut, was jetzt so aussieht. Damit kann man arbeiten, Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich das nächste Mal auf so einem Account die Weekend League zocke, plus nochmal Packs ziehe, die da im Shop sind, 10.000 Likes, lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team, was wir zusammengebaut haben. Wir hätten auch gut und gerne ein bisschen mehr Packluck in den Icon Packs haben können, aber passiert, nächstes Mal dann R9 und Pelé ziehen. Genauso machen wir es. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.